So, hallo, wir machen weiter bei Xalabayas Adventure. Und das letzte Mal haben wir festgestellt, dass das ein Hack ist, in dem irgendwie jedes Level ein Spiel ist. Beziehungsweise Project 64 war in dem Fall als Super Mario 64. Und ja, jetzt haben wir meine Ultra. Und ich meine, das war so ein ganz komisches, so ein wirklich ganz komisches Spiel, was wir mal bei HF im Stream hatten. Was irgendwie so eine Art Meme dann geworden ist, glaube ich. Weil es einfach so schlecht war. Was hast du mir zu erzählen? My name is Little Miner. Come to my restaurant, eat a hamburger. Ja, aber ja, so sah das Viech aus. Das war furchtbar zu steuern. Also ich habe es nie selber gespielt. Aber das war furchtbar zu steuern. Ja, das... das passt einfach zu gut. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott. Okay. Das Lustige ist aber natürlich, hier in SMW kann man das jetzt alles viel besser steuern. Das heißt, der hat den Spirit von meiner Ultraminer überhaupt nicht erfasst. Der Spirit ist ja, dass es einfach Kacke ist. Gott, geh kaputt. Ah, da oben ist nix. Jetzt weiß ich nicht, ob da unten... Okay, da war eine Yoshi-Coin. Damit haben wir zwei. Yo, da kam ein Leben her. Und ich hab's nicht. RIP Leben. Da ist die dritte. Theoretisch brauche ich das doch, aber hä, wo will ich damit hin? Also theoretisch brauche ich es aktuell gar nicht. Komm überall auch so hin. Wofür will ich das? Oh, nice. Jetzt kann ich eh doppelt springen. Also noch. Wofür will ich das bringen? Das war die vierte. Eine fehlt mir noch. Wow, das ist das Ziel. Das ist nicht gut. Da ist sie. Zumindest geht er. Nee, was ist das? Das ist nicht das Ziel, weil da ist das Ziel. Na, das ist der Orb. Das ist der Orb. Das ist nicht. Was ist denn dann das da hinten? What? Also, ich kann einfach stehen bleiben. Das ist praktisch nichts. Hä? Hä? Moment, ich spule das nochmal zurück. Welchen Sinn hatte das jetzt? Ich versuche mal schnell weiterzukommen. Oder hört es da einfach auf an der Stelle? Also ich höre jetzt mal nicht auf zu bremsen. Ach, ich bin runtergefallen, oder was? Und dann war es vorbei. Ach so. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hin... Hä? Wo soll ich denn wissen, wenn es rückwärts geht? Hä? Will ich da hin? Das war ein Secret Exit. Ja, dann sorry fürs Zurückspulen. Ich war mir unsicher, was das soll. Wohin geht das? Zu Sonic. Das geht einfach mal zu Sonic. Okay, dann müssen wir den Normal Exit jetzt nochmal... Jetzt müssen wir nochmal komplett das ganze Level ablaufen. Was jetzt nicht so weit ist, aber... Hä, warum sind die Yoshi-Coins wieder alle da? Normalerweise kommen die doch nicht mehr, wenn man die einmal gesammelt hat. Okay, das ist dann aber auch ein gutes Indiz dafür, dass die nicht relevant sind. Weil wenn die wiederkommen, dann... Ja... Sind sie offensichtlich nicht so wichtig. Aber die Level sind, wenn man sie mal kennt, sind die echt kurz. Ich habe keine Ahnung, wofür da das Springboard halt. Ich habe es nie genutzt. Und keine Ahnung, wofür man das hätte vom Ersteller her. Wow, 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 wow.
Oh, das war doof. Von der Stelle her nehmen sollen. I don't know. Egal. 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 Oh, Pokémon. So, da gehen wir jetzt nicht mehr hin, sondern wir gehen jetzt ganz normal hier. Ist das hier eigentlich was, was ich... Ich kann hier nichts auslösen. Okay, es gibt einfach den Hamburger und dann... haben wir den Hamburger. Ja, nice. Und jetzt geht's ganz normal zu Undertale. Okay. Dann spielen wir jetzt auch Undertale. Ich bin gespannt. Sans. Stay determined. Was? Willst, sollst du ein... Weiß nicht, was du sein sollst. Wir sind auf jeden Fall in Snowden offensichtlich. Okay. Offensichtlich. Ach, der... Und hier gibt's schon mal Yoshi Coins. Also halt... Starcoins sozusagen. Es ist ja kein Yoshi drauf. An sich sind das natürlich dann keine Yoshi Coins, wenn wir das ganz exakt sehen. Oh mein Gott. Wenn wir das ganz genau sehen wollen. Kommst du? Da ist eine. Jo. Oh, muss ich hier eine Brücke? Jetzt ist das euer Ernst. Ja, ich muss da hier eine Brücke bauen. Okay. Das lasse ich jetzt aber so. Dann kann ich da auch nochmal runter. Oh, okay, jetzt kann ich wieder hier hoch. So. Jetzt kann ich über die Brücke. Und dann ist da drüben ein P-Switch oder was? Ja, ja, der jetzt da unten den Weg aufmacht. Okay. Jetzt ist es gut, dass ich die nicht komplett zugebaut habe, weil jetzt kann ich dann einfach hier durch. Ach so, hätte ich eh gekonnt, weil ich die Münzen aufmache. Ha! Nicht mit... kann ich da runter oder nicht? Hier ist auf jeden Fall noch eine Yoshi-Coin. Ich sag jetzt einfach Yoshi-Coin, weil das ist halt das, was man sich angewöhnt hat. Da unten sind Münzen, dann kann ich da runter. Okay, dann kann ich... Okay, aber ganz runter hätte ich nicht gekonnt. Ja, da oben ist natürlich die Yoshi-Coin. Und jetzt komme ich nicht mehr hoch! Doch, komme ich. Ha! Easy. So, das ist die vierte. Die sind dann aber nur für mich so als ich weiß und ich habe sie im Let's Play gesammelt. Was anderes nützen die nicht. Okay. Okay, hier ist wieder so ein Bonus-Ding. Dann machen wir erst das Bonus-Ding. Yoshi-Coins haben wir jetzt, ja. Oder wir... Nee, wir machen das nachher. Wir wissen jetzt, dass es da ist. Wir spielen erstmal das Level zu Ende. Midway Point. Okay, da ist ein riesiger Papyrus im Hintergrund gewesen. Ich komme nicht mehr ans Leben ran. No. Okay. Kann ich das berühren oder tut das weh? Nein, okay, ich kann das berühren. War mir nicht sicher. Welcome, Pytroll. Das fang. Wollte ich nicht sagen. Ich wollte das da oben lesen und gleichzeitig wollte ich eigentlich nicht sterben. Das hat aber nicht funktioniert. Okay, nochmal. Wir haben Midway Point 1 ausgelöst. Und zwar genau. Hier beim Runterfallen. Jetzt kriege ich das Leben diesmal aber. Ja, toll. Jetzt habe ich dafür meinen Pilz geopfert. Man muss doch irgendwie an das Leben rankommen, ohne den Pilz zu verlieren. So, aber los geht's. Es ist zwar leider nicht Megalovania, was eigentlich zu Sans natürlich gepasst hätte. Aber es ist auch ein sehr cooles Undertale-Lied. Und wenn man sich dafür entscheiden muss, eins zu nehmen, ja, dann ist das schon auch ein gutes Lied, was man nehmen kann. Gar keine Frage. This is freaking easy. Noch. Fire! Oh, wow. You serious? Wait.
Das ist mein Mühl. Oh, ich sag's noch! Oh mein Gott! Er hat es sogar eingebaut, dass das nicht die Musik... Lull! Ich dachte halt, er hat einfach sich entschieden für irgendein ein Dings. Aber er baut es sogar ein. Aber es ist halt auch ein cooles Lied. Das ist das von der Spinne, ne? Nein, ich will nicht sterben. Und vor allem, Sans, mein Freund. Du hast nur gekämpft in Undertale, weil der böse war. Ich habe nichts Böses... Oh mein Gott! Ich habe nichts Böses gemacht. Na, wobei, ich habe ein paar Koopas da oben getötet. Oh, dammit. Null. Wee! Poor, why are you here? Wee! I came here to give you a tip. Have you seen this? Ja. Haben wir gesehen, da sind immer so Bonus-Dinger drin. Collecting 5 Bitcoins, you activate a po... Ach, das geht nur auf, wenn man die 5 Yoshi... Ah! Das ist aber gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Das heißt, das haben wir hier nur ausgelöst, weil wir Dings, weil wir die Coins hatten. Also das heißt, es gibt es aber nicht überall, aber manchmal gibt es das. Aber hier müssen wir das dann also auch nochmal machen. Das heißt, jetzt muss ich die nochmal sammeln. Das heißt, in Zukunft, wenn ich die gesammelt habe, ist es doch besser, zuerst den Bonus zu machen, weil der mit den Coins zusammenhängt. Na, das muss man erstmal wissen, wa? Huch. So, da unten war noch eine, ne? Aber wir können uns ja trotzdem erstmal den P-Switch holen. Dann gehe ich... Super, dann gehe ich... Ach nee, hier war... Ah, ich doof. Ich bin doof. Ich hab's genau falsch rum gemacht. So, zack. Deswegen kann man die auch wieder... Deswegen kann man die auch immer wieder neu einsammeln. Jetzt ergibt alles Sinn. Unglaublich. Aber der Sandskampf war schon ganz schön einfach, ne? Das muss man schon mal sagen. So, die Frage ist jetzt, schaffe ich... Ah, nee, ich komme da gar nicht rüber, ohne die Brücke zu bauen. Ich muss die Brücke vorher bauen. Ja gut, hier bitte hast du eine Brücke. Hui! Diesmal nehmen wir aber den gleich auseinander. Und den auch. So. Wobei wir jetzt ja eh nicht mehr auf dem Rückweg an den Poké rankommen. Ja, egal. Bam. Alles klar. Alles klar. Das ist passiert. Huch. Ach ja, stimmt. Ich kann ja mit der Feuerblume, kann ich ja hier krassen Start... Ah, kann ich eigentlich geduckt schießen? Nein, das macht dem also nichts aus. Den kann ich nicht abschießen. Okay. Okay. Kann ich den Poké abschießen? Nein. Also im Grunde kann ich niemanden abschießen. Gut zu wissen. So, jetzt kann man den Bonus machen. Zack. Auf geht's. Es ist einfach nur der Secret Exit. Aber wir müssen ja eh die Exits machen. Oh, und guck mal, je mehr wir hier schaffen, desto mehr fühlt sich der Stern da. Sehe ich jetzt erst. Eieiei, was hier alles drin steckt, ne? So, dann machen wir mal das Sonic-Level. Sonic der Hedgehog. Sonic der Igel. So. Natürlich. Alter, was ist jetzt los? Alter, es leckt voll. Alter, seht ihr das? Alter, das Level ist komplett kaputt. Holy, ich versuche mir mal zu treffen. Vielleicht liegt es am Power-Up. So. So, dass das die Sterne vielleicht waren. Mit
Ich glaube, die Blume ist hier nicht so günstig. Oh mein Gott. Alter, diese... Alter, die Decks sind richtig übel. Was ist das denn? Ist das jetzt gerade mein PC oder das Level? Boah, ey, das ist unangenehm. Oh mein Gott! Oh, ich hätte da unten gelandet können. Wait, kann ich dazu... Da sind Münzen, kann ich dazu... Wir können es ja gleich mit der Feder ausprobieren. Okay, ich kann da runter. Ist hier unten vielleicht nochmal eine Yoshi-Coin sogar? Nein, von da bin ich gekommen, okay. Es leckt übel, das Level. Warum? Alter! Das ist ja eine Katastrophe. So, eine Yoshi-Coin fehlt noch. Boah! Ist das... Ich weiß nicht, was es ist in dem Level, aber es... Es wird immer schlimmer! Es ist kaum noch spielbar. Okay, da haben wir alle. Ist auch wieder so ein Stern jetzt hier irgendwo. Weil ich habe schon wieder ein Springboard, was ich einfach nicht... Hä? Hä? Wait. Kann ich das Springboard da drauf legen? Nein, kann ich nicht. Das fällt durch. Ja. Hä, was ist da oben? Wozu fährt das da hoch, wenn ich hier eh einfach nur durchlaufe? Ah! Ein Leben wahrscheinlich. Nee, die Feder, okay. Jetzt gerade leckt es auch gar nicht. Ich glaube, das ist das Wasser, was da in der Nähe ist. Immer wenn das Wasser kommt oder so. Ja. Irgend so war. Ah, das ist ja richtig übel. Oh mein Gott. Okay, ich kann hier runter. Gut. Wo ist mein Stern? Gibt es jetzt keinen Stern in dem Level? Wahrscheinlich nicht. Jetzt sitzt noch so ein Bowser-Bosskampf, so ein Roboten-Minecraft. So einen Dr. Eggman-Bosskampf erwartet. Aber okay, dann nicht. So. Sieht sie A-Game oder erst Minecraft? Wir machen erst Minecraft. Oha. Oh, leider ohne die Mechanik, die Blöcke wegzunehmen, wie sie Zuni mal gebaut hat in seinem Nerf-World-Dings. Oh, okay, weil es blaue Blöcke sind. Ja, okay. So ein bisschen kann man es ausbauen. Aber Zuni hat das mal cooler implementiert. Da konnte man alles auseinandernehmen. Hier sind es einfach nur blaue Blöcke, die umgezeichnet sind. Und es ist ewig her, dass Zuni das gebaut hat. Also der hat es damals schon besser gemacht. Grafiken haben sich seitdem auch nicht geändert. Das ist die gleiche. Oh, das habe ich nicht. Wer sieht denn, dass das Stacheln sind? Oh mein Gott, töte mich nicht. Oh mein Gott. Ich will da hoch. Da ist eine Leiter. Okay. Puh. Erstmal Powerball. Nice. Okay, ich muss da runter entlang fahren. 3, 2. Okay, das passt. Und damit haben wir die 5. Gibt es hier einen Bonus? Oder muss ich hier auch einfach nur durch... Es gibt einen Bonus. Ab dafür. Und der Bonus ist wieder einfach nur der Exit. Okay, das heißt, jetzt geht's einmal darüber und einmal geht's nach links gleich, wenn ich den Normal Exit hier mache. Aber das ist ein bisschen Quatsch mit dem Bonus. Wenn es nicht nochmal ein extra Level gibt, so wie im Dings. Das war eigentlich bisher nur in dem Minor Ultran. Sonst war das nirgends. Aber jetzt können wir mal gucken, jetzt sammle ich die mal bewusst nicht ein, die anderen. Wir können mal gucken. Ach, mit. Ja, Büsche töten. Und wir können mal gucken, ob jetzt dieser Stern da ist oder nicht da ist. Ob das Feld jetzt einfach leer ist oder wie das jetzt aussieht.
haben wir bisher nämlich noch nie gesehen. Bisher habe ich immer die Coins gehabt, wenn es so einen Stern gab am Ende. So, jetzt kommt es gleich. Ja, dann kann es einfach nicht auslösen. Okay. I see. Und so ist das Level jetzt nochmal zu Ende. Okay. Also wir müssen das Level immer, wir müssen die Level immer zweimal spielen. Na gut. So, CCA Game. Und der Mario Maker. Okay. Das gibt's dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.